das Drama mit dem Drama. Oder auch, wenn Retter zu Tätern werden, um sich Opfer zu schaffen, die sie dann selbst wieder retten können. Herzlich willkommen, mein Name ist Christina Maywald und ich möchte dir heute etwas über das sogenannte Dramadreieck erzählen. Und zwar, meine erste Begegnung mit dem Dramadreieck war Anfang der 90er des vorigen Jahrtausends bei einem Einführungsvortrag über Transaktionsanalyse, wo ja das Dramadreieck eigentlich ursprünglich herstammt. Und danach war es auch immer wieder Thema bei meinen Suggestopathie-Ausbildungen aus dem Grund, weil ich es ein zweites Mal gemacht habe, um aus dem Blickwinkel von Trainer dann nochmal auf die Ausbildung selbst zu blicken. Das heißt, ich habe zweimal die gleiche Ausbildung gemacht und dann auch in der praktischen Anwendung. Und ich habe Ende der 90er begonnen mit einer NLP-Ausbildung, ursprünglich beim Österreichischen Trainingszentrum für NLP, wo ich die ersten beiden Seminare absolviert habe und dann umgestiegen bin zum Österreichischen Institut für NLP, was dann Trinity wurde. Und dort habe ich die komplette Ausbildung bis Trainer, Coach und Aufstellungsleiter gemacht. Ich habe es gerade erwähnt, Trinity ist eine Weiterentwicklung von Roman Braun in Wien, der jetzt NLP mit eben genau diesem Drama-Dreieck, mit diesen Dramaspielchens verbunden hat und es eben dann unter Trinity als eigene Marke kreiert hat. Und gerade wie ich in der Ausbildung war, hat er eben begonnen, damit herum zu experimentieren und das Ganze zu erforschen, wie das alles zusammenhängt. Von daher eben von Beginn an bei Trinity mit dabei, was eben NLP in Verbindung mit den Dramadynamiken. Heutzutage ist es irgendwie aktuell, entdecken es auch viele Mindset-Coaches, zumindest ansatzweise. Und genau das ist auch der Grund, warum ich es ganz am Anfang von meinen ganzen Modulen und Techniken hier mitteilen möchte, weil es eben von der Transaktionsanalyse her relativ klipp und klar definiert ist, von wegen das Dramadreieck besteht eben aus Täter, Opfer und Retter, wobei eben Täter Opfer zu Opfern machen und die Opfer dann von Rettern gerettet werden und manchmal das Ganze dann eben im Flow ist und Retter zu Tätern werden, Täter zu Opfern werden und Opfer zu Retter werden. Also das dreht sich. Das ist eben genau diese Dramadynamik, dass eben diese Richtung immer wieder durchlaufen wird. Dann ist eben Täter tun etwas, meist etwas Eigennütziges und schaffen dadurch ein oder mehrere Opfer. Die Opfer sind eben jene, denen etwas geschieht, wo sie drinnen dann stecken bleiben und glauben, dass sie nichts dagegen tun können oder es nicht verhindern können. Und die Retter sind jene, die sich eben gegen die Täter stellen und die Opfer retten. So jetzt einmal ganz kurz eine Definition. Eben bei Trinity gibt es eben die Schlechtwetterpositionen Täter, Opfer, Retter. Und die weisen eben auf ein negatives Ausleben der jeweiligen Thematiken hin. Und hier habe ich dir auch gleich das beschrieben, eben, dass manchmal Retter zu Tätern werden, um sich selbst Opfer zu schaffen. Und ich würde sagen, das ist das, was man so langläufig als Rettersyndrom bezeichnet. Und das ist eine zwangshafte Veranlagung. Diese Retter, die das Rettersyndrom haben, die müssen andere Menschen retten. Egal auch, ob die Menschen das wollen oder nicht. Und da fällt auch das rein von wegen eben, ich bin jetzt Retter und ich finde jetzt kein Opfer, also musste ich mir eins machen. Das heißt, das ist jetzt eine ganz eine verfahrene Position, wo man meistens selbst nicht rauskommt. Und dann gibt es auch noch diese permanenten Opfer, also die klassischen Opfer, die eben davon ausgehen, dass sie keine Chance haben. Und
die auch immer wieder Täter anziehen, welche sie in ihrer Opferrolle bestärken und bestätigen. Also dieses selbsterfüllende Prophezeiungen, wenn ich jetzt so die Grundstimmung habe, ich bin das arme Opfer. Ich meine, ich kenne das sehr gut von meinen Eltern, weil die waren immer die Armen. Und darum hat es mich dann auch so fasziniert, als ich das kennengelernt habe, weil das war eben genau die Beschreibung dessen, was mir schon immer mehr oder weniger zuwider war. Dieses, ich hätte Lösungen gewusst und keiner wollte sie haben, habe ich es dann eben aufs Berufliche ausgelegt und meine Eltern Opfer sein lassen. Bei den Tätern ist eben, die müssen sich immer wieder neue Opfer suchen, um sich selbst zu bestätigen, um andere klein zu halten, um sich selbst größer zu machen. Das sind auch diese Mobber und die andere auch in sonst irgendeiner Art und Weise quälen. Auch die stecken oftmals in einer Position, wo sie nicht raus können. Also das sind jetzt so die extrem negativ Ausleben der jeweiligen Grundstimmungen, wenn sie gar nicht mehr rauskommen, wenn sie eben drinnen stecken bleiben, wenn jetzt nicht einmal mehr diese Dramaspirale durchlaufen wird, sondern die stecken in einer Position fest. Und dann gibt es aber auch nicht nur diese Schlechtwetterposition, sondern es gibt auch eine Schönwetterposition. Und daher kennen wir jetzt auf den ersten Blick gar nicht unbedingt sofort, dass das jetzt jemand ist, der im Drama feststeckt. Und zwar der Täter, der jetzt eben cool und locker und lässig alles checkt. Der im Prinzip genauso Täter ist, aber eben in einer anderen Form das auslebt. Also das sind diese echt coolen Typen, die sich überall wichtig machen. Das sind diese, ich bin ja Profi und solche Leute, die sind eigentlich Täter, aber übertünchen das irgendwie mit cool, alles bestens, ich check das. Bei den Opfern wäre es dann der Star oder die Drama Queens. Also das ist jetzt nicht dieses leidende Opfer, das ist, oh, ich bin so arm und ich kann nichts. Wow, und schau, und das und das und das. Und sie prahlen mit ihren Dramen und genießen die Aufmerksamkeit. Also Tom, auch Drama Queens, die immer und überall und ja, ich bin ja so arm. Und dann förmlich eben diese ganzen Retter dann eben wirklich auch ins Leben holen. Und natürlich auch die Täter und Checker. Und die Schönwetterposition vom Retter wäre dann der Miesmacher, der eben überall, immer und überall das Schlechte annimmt. Und jeden auch mitteilt, ob der das wissen will oder nicht. Also sie meinen, ne. Und dadurch dann selbst auch wieder Opfer schafft, wenn ihm jemand etwas glaubt, was er glaubt zu sagen zu haben. Wenn wir es aber schaffen, da rauszukommen aus dieser Dramaspirale, dann werden zum Beispiel Täter und Checker können zum Macher werden. Und zwar, indem sie das Weltbild mit dem ihres Gegenübers abstimmen. Hier verweise ich auch auf die Entwicklungsstufen nach Claire W. Graves, weil da geht es eben darum, wenn ich jetzt zum Beispiel in Blau feststecke als Täter oder Checker, und mein Gegenüber ist in der roten Phase oder eben in der orangenen Phase, dann wäre es gut, da dies auch von den Entwicklungsstufen und die Position abzuklären. Oder eben in jeglichen anderen Persönlichkeitsentwicklungsmodell eben dieses Weltbild abzuklären und dann vielleicht drauf zu kommen, dass ein anderer Mensch ganz anders tickt als man selbst. Und ich brauche niemanden jetzt zum Opfer machen, nur weil er eine andere Sichtweise hat, weil er ein anderes Weltbild hat. Dann kann ein Täter oder ein Checker zum Macher oder zur Macherin werden. Und Opfer und Stars können zu Musen werden, die eben andere bereichern, wenn sie sich selbst ihre Emotionen eingestehen und kommunizieren. Und zwar nicht vorwurfsvoll, sondern eben in der Ich-Form kommunizieren. Und bei den
Rettern und Miesmachern, die können zu Mentoren, Mentorinnen werden, indem sie sich auf ihre Werte und Glaubenssätze besinnen. Ich meine, dafür ist es natürlich wichtig, diese überhaupt mal zu kennen. Von daher ist Persönlichkeitsentwicklung meist nicht ein Modell, kennenzulernen und dann zu glauben, man weiß jetzt, wie Mensch tickt, sondern eben diese Summe von vielfältigen Betrachtungsweisen finden. Ich habe auch dazu geschrieben, da gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten, die hier genannten sind, aber die aus meiner Erfahrung effektivsten und effizientesten. Also um zum Macher, zur Macherin zu werden, eben das Weltbild mit dem des Gegenübers abstimmen, weil dann kommt man eventuell drauf, man schaut einfach nur aus einem anderen Blickwinkel oder einem anderen Filter auf die Welt. Opfer und Stars zu musen, indem sie eben die Emotionen eingestehen und kommunizieren. Und nicht der, ich bin so arm und ich bin das arme Opfer, sondern ich fühle mich jetzt eben gerade von dir gemobbt. Sobald man das ausspricht, kann sich vieles verändern. Und eben Retter, Miesmacher zu Mentoren, indem sie Werte und Glaubenssätze auf das wieder besinnen. Was ist dir selbst wichtig? Dann brauchst du auch, andere nicht mehr retten. Ich sage oft, diese Menschen mit Rettersyndrom retten andere, um sich selbst nicht retten zu müssen. Und wenn ein Retter sich selbst rettet, dann kann er zum Mentor oder zur Mentorin werden. Hier noch eine Zusammenfassung. Also die, die aktiv etwas tun, sind eben die Täter, Checker oder Macher. Die Kreativen sind die Opfer, Stars und Musen. Und die flexibel aus Situationen regieren, sind eben Retter, Miesmacher und oder Mentor. Also das nur so als Gegenüberstellung noch mit dem Zusatz aktiv, kreativ, flexibel. Und dann möchte ich noch als Ergänzung noch dazu sagen, es kann auch aus dem Familiensystem kommen, dass man in so einer Dramaposition verharrt, weil man sie eben übernommen hat. Und darum habe ich zuerst auch erwähnt, meine Eltern waren so typische Opfer, also permanent Opfer. Und für mich war es eben ganz wichtig, dann auch zu sehen, wie komme ich da jetzt raus? Und da gibt es eine einfache Übung. Und zwar, stell dir vor, du stehst vor deinem Vater und sagst folgende drei Sätze. Ich mache es mir leicht. Und dann schaust du, wie das jetzt wirkt, ob es dir leicht über die Lippen kommt oder ob du das eben schwieriger ist, das deinem Vater zu sagen. Der zweite Satz ist dann, ich lasse es mir gut gehen und wieder schauen, wie wirkt es? Kannst du sagen, fühlt es sich stimmig an? Und das dritte ist, ich passe auf mich. Oder ich passe auf mich auf. Das heißt, du sagst diesen Satz, du stellst dir vor, du stehst zu deinem Vater und sagst diesen ersten Satz laut und reagierst und fühlst in dich hinein, wie dein Körper reagiert, wie du reagierst, dann sagst du den zweiten Satz, den dritten. Und wenn ein Satz jetzt nicht so wirklich über deine Lippen kommen will oder du überhaupt eine innere Sperre hast, dann ist das ein Hinweis, dass diese Position aus deiner väterlichen Linie übernommen hast. Und dann mach halt dasselbe auch mit deiner Mutter. Also du machst es mit beiden Elternteilen. Und wenn beides locker flockig von den Lippen kommt, also wenn du kein Problem hast, deinem Vater diese drei Sätze zu sagen und deiner Mutter auch, dann ist relativ auszuschließen, dass es aus dem Familiensystem kommt, dann ist es etwas, was du im Hier und Jetzt eben gelernt oder irgendwo gesehen und daher glaubst, dass du da drinnen jetzt feststecken musst. Wie kommst du da raus? Also wenn es aus dem Familiensystem ist, dann hier nochmal die drei Sätze. Ich mache es mir leicht, wenn das schwer über die Lippen geht, dann ist es eher Täter-Checker. Ich lasse es mir gut gehen, ist so Opfer-Star. Ich passe auf mich, ist der Retter-Miesmacher. Und wie kannst du das lösen? Das heißt, die sicherste und wirkungsvollste Möglichkeit wäre zum Beispiel eine Familienaufstellung, um das Thema zu lösen. Oder eine Übung, die du selbst und alleine durchführen kannst. Konzentriere dich auf dieses Thema eben, was du lösen willst. Das geht jetzt nicht nur um
diese drei Dramapositionen, sondern auch wenn du auf ein anderes Thema draufkommst, das aus dem Familiensystem kommt. Und konzentriere dich auf das Thema und in dieser Konzentration auf das Thema packe einen Rucksack voll mit Steinen. Und dann mache eine längere Wanderung. Ja, das ist schwer, das klingt nicht mehr schwer, das ist auch schwer, wenn du wirklich einen Rucksack voller Steine mit dir herumschleppst, dann ist es sehr schwer. Und dann schau irgendwo bei zwei Bäumen im Wald oder irgend so eine Stelle, du wirst es wissen, du wirst es spüren, okay, da bin ich jetzt richtig. Und an dieser Stelle konzentrierst du dich nochmal auf dein Thema, auf dein Familienthema und nimmst dann die Steine, stellst den Rucksack ab, nimmst die Steine raus, schichtest sie auf, so wie bei diesen ganzen 10 Steinen, die du immer wieder auf Bildern siehst. Also du magst irgendwo bei zwei Bäumen, magst du so einen Steinhaufen mit dem Hintergedanken, alles zurückzugeben, dorthin, woher es ursprünglich kam. Das heißt, diese und andere Themen findest du auch in meinem Buch Seelenheil, Lösung von systemischen Verstrickungen. Das ist jetzt nur einmal ein kurzer Auszug, der auch erfahrungsgemäß für diese Themen, wenn sie aus dem Familiensystem kommen, also auch aus diesen Opfer-Drama-Positionen. Einfach das dorthin zurückgeben, woher du es übernommen hast. Es hat dir niemand aufgedrängt, du hast es aus Liebe zu deinen Ahnen übernommen, schon in frühester Jugend. Und du kannst es auch wieder zurückgeben, damit du dann freier bist und dich wieder mehr entfalten kannst. Wenn es nicht aus dem Familiensystem kommt, hast du vorher bei den transformierten Positionen eben diese Weltbildabgleiche, die Gefühle kommunizieren und oder dich auf die Werte und auf die Glaubenssätze besinnen. Zusammenfassung, hier jetzt eben noch einmal Täter-Checker, wenn du die Weltbilder abgleichst oder eben den Satz, ich mag es mir leicht, wenn dir leicht, nicht leicht von den Lippen geht, ist das der Hinweis auf das Thema Checker-Täter und um zum Macher zu werden, eben wirklich damit arbeiten und Weltbilder abgleichen. Beim Opfer oder Star ist es Gefühle ansprechen und oder arbeiten mit dem Satz, ich lasse es mir gut gehen, um dann zur Muse zu werden zu können. Und Retter, Miesmacher, hast du Werte und Glaubenssätze und oder ich passe auf mich, um zum Mentor oder zur Mentorin zu werden. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn du mir ein Abo dalässt, einen Daumen hoch und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Baba, bis demnächst.